Er dribbelt den Ball, während er sich dem Tor nähert. Ein Pass und der Treffer gelingt. Schülerinnen und Schüler der GGS Bruckhausen bejubeln das erste Tor und feiern auf dem Platz. Heute spielen sie ein Eröffnungsspiel auf dem sanierten Bolzplatz an der Dieselstraße. Nach langer Bauzeit ist der Platz endlich wieder geöffnet und die Kinder dürfen ihn als Erste ausprobieren. Sie stellen den Platz auf die Probe und das Spiel scheint schon gut zu laufen, denn die Kids sind wahre Profis. Wenn man trainiert, dann schafft was. Wenn man trainiert. Das ist gut, aber auch anstrengend. Das war gut. Wir haben auch sehr viele Tore geschafft. Das war auch sehr gut. Mein Ziel ist auch, zu Profi sein. Die Sanierung des Bolzplatzes an der Dieselstraße ist das Ergebnis eines engagierten Gemeinschaftsprojekts. Der Lions Club Duisburg-Concordia und die Wirtschaftsbetriebe Duisburg haben die Erneuerung gemeinsam umgesetzt. Der Lions Club übernahm die Materialkosten in Höhe von 17.000 Euro. Die Vizepräsidentin Tanja Bock sieht das Projekt als großen Erfolg. Sie freut sich, dass hier ein neuer Ort für Kinder und Jugendliche entstanden ist. Ja, also wir vom Lions Club Duisburg-Concordia, wir haben uns als großes Ziel gesetzt, Kinder einen Raum zu schaffen, wo sie zusammenkommen können, dass sie miteinander spielen können und sich treffen können und auch natürlich Fußball zu spielen. Das fördert ja auch so die Gemeinschaft und das Miteinander. Ja, das ist eine schöne Sache und wir sind sehr stolz darauf, dass wir das mit den Wirtschaftsbetrieben so gut hinbekommen, über die Jahre hinweg schon, ja. Mit neuem Boden, frischen Toren und Bänken erstrahlt der Bolzplatz jetzt in neuem Glanz. Doch das Eröffnungsspiel hatte noch ein weiteres Highlight zu bieten. Hoppi war als Ehrengast dabei. Die Fußballlegende Joachim Hopp erinnert sich gerne an seine eigene Zeit auf Bolzplätzen zurück. Mit viel Erfahrung leitet er das Spiel und teilt seine Profi-Tipps mit den begeisterten Kids. Für Hoppi sind gut ausgestattete Bolzplätze wichtig, weil sie Kindern Raum zum Spielen und Lernen bieten. Erstmal ist das natürlich eine frohe Freude, draußen Fußball spielen zu dürfen oder überhaupt spielen zu dürfen. Weil wir kennen ja alle, die heutigen Generationen, die sitzen ja eher lieber gern zu Hause vom Computer und spielen halt dann diese elektronischen Spiele. Und ich glaube, es geht nichts über Bewegung. Wenn ich an unsere Zeit denke, früher in den 70er, 80er Jahre, wir waren fast jeden Tag draußen und haben halt das Fußball draußen auf der Straße erlernt. Deswegen sagt man ja auch noch oft Straßenfußballer. Vielleicht trainiert hier also sogar gerade der nächste große Star des MSV Duisburg. Für die Kinder bedeutet der sanierte Bolzplatz eine wertvolle Möglichkeit, draußen aktiv zu sein und ihre Fußballskills zu verbessern. Der Platz soll ein Ort werden, an dem Kinder und Jugendliche zusammenkommen und sich austauschen können. So wird der Bolzplatz zu einem sozialen Treffpunkt, der die Gemeinschaft stärkt. Das klassische Straßenfußball-Feeling kehrt zurück und gemeinsam mit Freunden nach der Schule zu kicken, macht einfach am meisten Spaß.